Nein! Komm, hör doch auf! Hör mir doch auf! Die Reaktion, guck mal, selbst die gegnerische Mann, also sie kann es gar nicht glauben. Sie denkt sich, Alter, da, sie reißt die Hände jubelnd in die Höhe. Sie kann es nicht fassen, sie kann es nicht fassen. Sie liegt schon, sie freut sich, sie betet, keine Ahnung. Sie glaubt, sie ist im falschen Team. Meine Güte, was da los ist auf einem Bild. Ja, sie hat verschossen! Ja, Mann! Aber ist immer wieder gut. Einfach mit der Trinkflasche verkehrt herum. Was jetzt? Oh, Dribbel, Dribbel. Das hat sie sich von mir abgeguckt. Also ich hätte das nicht besser machen können. Oder auch nicht schlechter in diesem Fall. Meine Güte, was war also das für ein Dribbling? Sieht natürlich unglücklich aus, ne? Wo haben Sie mich denn da in der U14 oder in der U12 beim Ausschuss erwischt? Hm? Oh! What the fuck? Ja, dann musst du einfach mit beiden Händen hinlangen, dann glaubt schon jemand, du bist der Torhüter. Easy peasy, passt schon. Ui. Neymar würde sich von so einem Schlag safe nicht mehr erholen. Ah, die langt ordentlich zu, die gute Dame. Kriegt da voll einen Schlag in die Fresse und sie da draußen. Bravo, super gemacht. Ja, Mann. Und einfach voll an den Haaren gerissen. Also wenn die im Herrenfußball spielt, das ist der weibliche PP. Der Neymar, der geht da nicht auf den Platz, wenn du so bist. Ist so. Was ist denn das für eine Verteidigung? Ja, aber das ist Next Level. Einfach nicht nach dem Ball gehen, sondern einfach den Gegner voll ummosern. Warum nicht? Würde ich gerne im Herrenfußball mal sehen. Ah, the fuck, Mann. Ist sie einfach so ein Fan oder so? Ja, kann ich mal trinken? Ja, gerne. Ja, das ist kurios. Oh. Tor? Tor ist Tor. Tor ist Tor. Oh, voll ins Gesicht gekommen. Sie heult, weil der Schmerz zu groß ist und die Teamkolleginnen. Ja, du hast getroffen. Oh, aber ey, Tor ist Tor. Also der Schmerz vergeht, aber das Tor bleibt. Meine Güte. Nee. Nee. Kommunizieren mit dem Torhüter und ja, dann den Ball einfach wegschlagen. Vor allem, was ist das für ein Trick, dass ich den Ball da einfach durch die Hosenträger durchlasse? Das kannst du doch nicht machen. Und da musst du den Ball wegkloppen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Da darf gar nichts mehr sein. Das ist nicht im gleichen Spiel passiert. Bitte nicht. Ja doch, na klar. Mann. Und gegen die gleiche Spiel. Oh Mann, ey. Ah, das ist schon wirklich lost. Ah, das tut weh. Having a bit of a shocker at the back. Ja, das ist ein bisschen mehr als ein bisschen ein Schocker. Das ist Todeslost. Boah, das tut weh. Ist das Rapinoe, oder? Weltfußballerin, glaube ich, oder? Nee, nicht, aber zumindest eine der besten Fußballerinnen und, glaube ich, US-Amerikanerin. Oh. Finde ich aber geil. Das finde ich richtig geil. Also das ist wirklich. Es ist so. Die fällt doch genauso wie Neymar hier. Hat auch übrigens irgendwie so eine ähnliche Frisur. Aber, also, keine Ahnung. So blondiert hatte Neymar doch auch mal.
Aber also fällt wirklich genauso wie Neymar, das Schauspielunterricht Megan Rapinoe von Neymar genommen. Sheesh. Hops genommen. Einfach hops genommen. With the throw. Oh. Silverson wrestles it away and then gives the ball away. Essayer de centrer. Excellent retour de Casali. Et un bien joué. Elle a mis oui. Oh là là. Oh. Also das an den Haaren ziehen, das ist ja wirklich das Allerletzte. Also da gehörst du sowas von weg, runter, ciao, adios. Und sie gibt einfach gelb und die Spielerin nimmt das sogar noch an, dass ihr aufgeholfen wird und lacht zur Schiedsrichterin. Kannst du eigentlich rot geben, gell? Also das war jetzt nicht so sauber, die hat mich voll in den Haaren gezogen. Gut, das, ja, also, nee. Vor allem, sie meckert nicht mal rum. Also beim Herrenfußball, das ist wie der Tod. Oh, das ist kurios. Das siehst du wirklich nur beim, dass sie mit dem Kopftuch oben spielt. Okay. Ja, okay. C'est sublime ce qu'elle avait réalisé. Oh, attention à ce choc. Ce choc entre. Aua. Selma Pacha, le pied dans la tête. C'est impressionnant à vitesse réelle, forcément les soigneurs. Das war das Alter, lecco mio. Das war mit dem Knie voll ins Gesicht. Aber voll durchgezogen, aus vollem Lauf. Und du nicht sehen kannst, das ist wie wenn dich ein LKW hittet, Alter. Digga, ja, rote Karte, die gibt's da hoffentlich, weil. Also, boah. Boah, ja, sie humpelt da. Also, wie heftig war der Einball? Scheiße. Zweimal in einem Spiel direkt mit einer Ecke treffen. Das gibt's nicht. Das kannst du keinem erzählen. Also ein Eckball, direktes Eckballtor zu schießen, sowieso schon one in a billion chance. Aber zwei in einem Spiel? Really? Ganz im Ernst? Never. Wird gleich hier gefightet. Let's go. Grüppchenbildung. Let's go. Was ist jetzt? Oh, verhakt. Sie lacht schon. Mit dem Schuhband, oder? Stellt euch einfach mal vor, das ist kein Foul oder irgendwas. Die hat sich einfach mit dem Stollen in dem Schuhband verhakt. What the fuck, man? Funny. Oh Gott, nee, das ist die. Wie lost kann man bitte in den Ball verdatteln? Zu dritt. Zu dritt vor dem leeren Tor und du triffst nicht. Das geht eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich nicht. Aber es geht. Oh. Oh.
Eigentor des Jahres. Schön. Ah, super, in der ersten Minute auch noch. Na, klasse, das brauchst du. Also, war ein wunderschönes Eigentor, aber halt ein Eigentor. Aber der passt da genau in den Knick. Die Trikots sind übrigens geil. Marta ist, das ist doch die Weltfußballerin, oder? Die hat den Ballon d'Or, also, die hat den Ballon d'Or, glaube ich, geholt. Ja, ich weiß nicht. Ah. Wenn das eine Rettungsaktion war, da muss ich los. Meine Güte. Ui. Oh, that was late on Daniels. Referee Lucy Oliver's got a decision to make here. Bristol City coaching bench are up and are furious. Adios. Oh, and it was touched to Alan White. Oh. Beautifully worked. Fantastically finished. Oho. And Alan White. 12.000 IQ, Bruder. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Fail, aber nochmal, also nochmal, der Freistoß. Oh, and it was touched to Alan White. Angelaufen. Ah, come on. Schreit noch die. Oh. Keiner hat's kapiert. Das hat keiner kapiert. Im Debüt noch dazu. Alter, also das als Debüttor. Chapeau. Es endet zumindest mit was Positivem. Meine Güte, richtig geiles Tor. Richtig geiler Freistoßtrick. Freunde. Frauenfußball. Wir können gerne öfter darauf reagieren. Vielleicht gibt es noch einige andere coole Videos. Aber sonst sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.